Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Es ist tatsächlich schon eine längere Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Von daher muss ich eben sogar noch gucken, in welchem Spielstand ich jetzt gespeichert habe. Ich hoffe, das hier ist der richtige. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal los in die erste Grinding-Session. So, wie ihr merkt, habe ich mir etwas anderes überlegt für die Timelapses. Im ersten Moment habe ich ja immer in Timelapses immer versucht, Musik einzuspielen. Das war dann ein bisschen nervig, weil man musste ja, irgendwie, ich wollte nicht für die Timelapses ein anderes dasselbe Lied nehmen, sondern immer ein anderes. Dann muss das Lied irgendwie auch von der Dauer passen. Ich wollte nicht irgendwie ewig lange Timelapses haben. Dann kam noch dazu, dass man gucken muss, dass man auch irgendwie die Rechte hat, dass man es verwenden darf. Da gibt es natürlich einiges, die YouTube-Bibliothek bietet da einiges. Aber es ist halt auch begrenzt. Und dann bin ich hergegangen, habe mir einfach die Mühe nicht mehr gemacht. Das habt ihr bestimmt gemerkt, dass das ein bisschen, das war wahrscheinlich ein bisschen langweiliger. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es schöner, den Originalton vom Spiel zu hören. Das ist aber nicht so. Beziehungsweise, das ist halt ja irgendwie auch nicht so das Erfüllendste. Also habe ich mir jetzt überlegt, die neue Möglichkeit ist, dass ich einfach dass ich einfach Timelapse-Chats mache. Das heißt, ich werde jetzt einfach, wie ich es gerade tue, während dem Timelapse einfach reden. Und wenn hier irgendwelche Pausen oder so oder Stotterer von mir kommen, das liegt daran, dass ich das Ganze aufnehme, während ich die Timelapse gerade spiele. Und fiddle dann hinten dran in DaVinci Resolve ein bisschen rum, dass das Ganze so aussieht, als hätte ich das irgendwie nachträglich eingesprochen oder so. Ich finde, das könnte ganz interessant sein. Ich habe mir so ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich in dem Timelapse-Chat reden kann. Und dann schauen wir mal, ob das nicht schöner zu gucken ist, als einfach nur so. So, und da sind wir wieder zurück von Grinding Gun. Ich hoffe, dass der kurze Timelapse-Chat, oder wie gesagt, die Ankündigung desselben, okay war. Ich probiere das, wie gesagt, noch ein bisschen aus jetzt mit anderen Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das heißt, die Timelapsen werden auch nicht lang sein. Komm, hier ist er doch, oder? Jawohl. Dann verkaufen wir erstmal unser ganzes Zeug. 3 Level-Ups haben wir gekriegt. Jede Menge Gold. Und müssen auch immer trainieren. Wegen der Level-Ups. So. So. Der Trainer hat mich offen, dann würde ich sagen, wir gehen schlafen. Und wir gönnen uns die Übernachtung im Wirtshaus, würde ich sagen. So, tatsächlich weiß ich nicht 100% genau, wo wir zuletzt waren. Ich habe mir das, das war eben ein kleiner Grafik. Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Aber ich werde dazu gleich noch kommen im nächsten Timelapse-Chat. Was ist genau, warum genau ich nicht genau weiß, wo wir sind. Aber erstmal schauen, das ist jetzt nicht so viel. Bis zum nächsten Morgen. Einmal voll aufgeladen. Wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt Sira ein bisschen ihre Zauber leveln lassen. Das werde ich jetzt in Zukunft auch mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich damit schon beim letzten Mal angefangen habe, wie gesagt. So, jetzt Trainer, wir sind hier. Also müsste es genau da also jetzt auch zum Trainer gehen. Der macht, glaube ich, nee, der macht jetzt sich auch noch schon auf. Okay. So, dann schauen wir mal, Tom. Keine Trainingspunkte. Ich glaube, ja, tatsächlich. Hier Rainer kann ich im Nahkampf trainieren. Ich glaube tatsächlich, dass ich da. Nein, das war der falsche. So, stecken wir also wieder alle Trainingspunkte hier in das Training der Charaktere. Und ich weiß, Grinding ist üblicherweise nicht so interessant anzusehen. Deswegen, wie gesagt, auch die Idee mit den Timelapse-Chats, damit man vielleicht auch mal ein bisschen persönlicher miteinander reden kann. So, für Trainingspunkte und der hat auch noch Nachkampfpotenzial. Der Verdacht verdichtet sich. Was genau, sag ich gleich. Der auch ein Grund auf die nächste Timelapse zu warten. So, da habe ich irgendwie falsch. Doch, Trainingspunkte, oder? Nicht geguckt.
Nahkampf. Da kann er kann den Nahkampf nicht mehr trainieren, obwohl er voll ist. Obwohl er noch nicht voll ist, okay. Gut. Das gibt maximal bis 94. Das wusste ich nicht. Nicht mehr. Wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, es ist ein Monat her, dass ich das gespielt habe. Okay. Dann trainiert er halt den Fernkampf. Die UI hier ist ein bisschen doof gemacht. Es ist zwar schön, dass man hier mit dem redet und so. Das ist eigentlich ganz nett, weil das passt so in die Welt rein. Aber dass man dann immer so Wartezeiten hat, wie das hier jetzt. Und dass das dann, dass er einen komplett aus dem Laden schmeißt, wenn man einen Fehler macht, sozusagen, wenn man hier, sie hat 3 Trainingspunkte und dann hat man vielleicht ist nur so wegen dem Ding, das ist jetzt ein voll, dass das sie nicht verkauft. Schön. So, nimmt mich den Fernkampf. Auch wenn sie ihre Magierin ist, soll sie natürlich auch voll austrainiert sein. So. Sehr fein. Dann wird er wieder zum Chef und wir gehen weiter und machen die nächste Runde. Und damit kommt dann auch die Auflösung, was das geheime Ding ist. Naja, ich will es nicht über aufbauschen, aber was da passiert ist, warum ich jetzt hier so ein bisschen mysteriös war. Mit dem habe ich noch nicht geredet. Sarima ist die Größe dieser Stadt. Ist fantastisch. Ich komme von außerhalb und bin deshalb jedes Mal überwältigt. Und wir erzählen ihm besser nicht, dass auf der Erde mancher Wohnkomplex mehr Einwohner als ganz Sirina hat. Okay. Also jetzt aber auf zur nächsten Grinding-Runde. So, und das, was ich in dieser Runde erzählen wollte, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe also beim letzten Mal gespielt und beim letzten Spiel, also ich habe immer, wenn eine Folge zu Ende war, das sind dann mit den Timelapses zusammen, waren das, glaube ich, etwa so eine Stunde, 15 Minuten Aufnahmezeit, sind auf so etwa eine halbe Stunde zusammengefallen, glaube ich. Oder es waren 45 Minuten, ich bin mir nicht mehr sicher. Zumindest bin ich hergegangen und habe aus Versehen, statt auf Spiel speichern, auf Spiel laden gedrückt und habe damit eine Menge X an Fortschritt verloren und ich weiß jetzt nicht, was die Menge X ist. Und meine Befürchtung war, dass es mehr ist, als ich dachte, dass es vielleicht mehr als eine Folge ist. Ich weiß also nicht mehr genau, weil ich auch nicht in die Folge reingeguckt, was ich in der letzten Folge zuletzt gemacht habe. Aber wie gesagt, mein Ziel ist jetzt momentan, auch Sira etwas aufzuleveln. Das wird uns ein bisschen Geld kosten in Form von Tränken, weil ich sie Tränke trinken lasse, weil ich möchte eigentlich nicht nur die Rüstung und so weiter haben, sondern ich möchte auch, dass Sira irgendwie die Zauber beherrscht mit möglichst vollem Balken. So, und dann würde ich sagen, wenn wir das haben, dann können wir weiter. Und das kann tatsächlich sein, dass es jetzt noch eine ganze Weile dauert. Ich war auch unschlüssig, ob ich tatsächlich einen Cut machen soll, also eine Art Jump Cut machen soll. Und sagen soll, nee, ich höre jetzt hier auf mit Aufnehmen und mache einfach ohne Aufnahme sozusagen heimlich weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist auch scheiße. Weil so kriegt ihr zumindest mit, was passiert, wenn jetzt irgendwas Besonderes passiert. Wie zum Beispiel irgendwelche Level-Ups oder so. Und ich denke, das ist besser auch, wenn jetzt das Grinding selbst nicht so super interessant ist, aber deswegen die Hoffnung, dass die Themen, über die ich euch hier Sachen erzähle, interessant genug sind, dass ich euch nicht zu Tode langweile mit dem Grinding. Falls überhaupt noch irgendjemand zuschaut nach den letzten Grinding-Folgen. Genau, das war so mein Plan. So, diesmal sind wir ziemlich spät gekommen, also gleich ins Gasthaus und einmal eine Runde schlafen. Ich glaube, dass wir uns das problemlos leisten können. Ich renne hier hin und her, weil ich mir unschlüssig war, soll ich doch erst lieber verkaufen gehen, aber wir haben das Geld. So. Hallo, ich würde gerne übernachten. Na, dankeschön. Und bis zum Morgengrauen, das lädt alles wieder auf. So, jetzt bitte durch, dankeschön. Wir wollen nämlich jetzt wieder zum Trainer, denn es gab wieder ein Level-Up. Ich weiß tatsächlich nicht auswendig, wer das war. So, ich glaube, es war Tom. Ich bin mir mal nicht sicher. Einmal eben reingucken.
Ja, Tom hat ein Level Up, genau. So. Dann kann ich A gleich jetzt zum Anführer machen und B kann ich auch gleich gucken, was ich trainieren muss. Das müsste dann auch wieder der Fernkampf sein, weil ich glaube, die letzten Punkte Nahkampf kann er gar nicht kriegen. Ich probiere es aber trotzdem einmal aus. So. Ansprechen. Ja, trainiere ich. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Und er meckert rum und schmeißt uns raus. Das ist halt das, was ich nicht ganz verstehe. Wie gesagt, ich werde mich wahrscheinlich immer wieder drüber beschweren. Es passt in die Welt, aber es ist halt schlecht zu bedienen. Ich finde, den Nahkampf sollte einfach gelb angemarkert sein. Beziehungsweise man sollte beim Heiler zum Beispiel gefragt, wer soll geheilt werden, und dann sind die Leute, die nicht geheilt werden können, sind deren Porträts sind hier, die schönen kleine Blatt gesehen hat. Sehr schön. Und dann kann man die Leute einfach nicht heilen. Und ich glaube, das wäre eine sinnvollere Lösung hier gewesen. Und nur wenn es niemanden gibt, der irgendwas hat, schmeißt er einen vor die Tür. Also immer nur dann, wenn man nichts mehr tun kann. So, dann und zwar alles. So, wenn ich mich nicht irre, beim Rüstungsladen. Das Ganze ist zu teuer. Das ist, glaube ich, jetzt, ich muss nochmal nachgucken, ich will sparen auf 750 Gold oder sowas. Das müsste die Klingel sein. Nein, das ist nicht. Wir müssen nach. Ja, okay, ich habe sogar den Kompass. Ich hätte das auch schon gucken können. Ich wusste, dass es im Norden ist. Ich wusste einfach nur nicht, in welche Richtung ich gucke. Ich hätte auch einfach den Kompass gucken können. Okay. So, ansprechen. So, das wäre für ihn in diese Rüstung hier für 100. 150 könnten wir uns sogar schon leisten, aber wir können auch einfach gleich auf 520 Gold sparen. Dann müssen wir nicht. Wir verlieren auf jeden Fall Geld, wenn wir die kaufen und dann wieder verkaufen. Sierra bin ich mir unsicher, ob sie die hier überhaupt tragen kann. Nein, kann sie nicht. Das ist da in der Richtung, ist sie schon am besten ausgerüstet. Und der Helm, der kostet 450. Den könnte sie sich schon leisten. Sierra wird aber momentan noch nicht so stark angegriffen, deswegen erstmal die Rüstung für Drill, würde ich sagen, ist das nächste für 520 Gold. Gut, jetzt werden wir natürlich auch ein bisschen Geld ausgeben zwischendrin mehr, weil wir für sie die Tränke kaufen müssen. Momentan hat sie noch welche, von der passt das. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch dann bald wieder für Sierra die Samenkörner nachkaufen müssen. Weil die braucht sie ja, jeder Zauberspruch verbraucht ja ein Samenkorn. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder rum. Naja, wird schon schief gehen. So, und in dieser Timelapse möchte ich euch ein wenig davon erzählen, was denn so passiert ist, warum ich so lange gebraucht habe. Das war nämlich nicht irgendwie Rage Quit und ich habe keinen Bock mehr, sondern tatsächlich hatte ich ein wenig Stress. Und zwar ist für mich immer, wenn ich reisen muss, ist das ein bisschen stressig. Unterschiedlich stressig, je nachdem, wie gut ich die Route kenne und welches Verkehrsmittel das ist. Und zwar hatte ich vorzubereiten einen Urlaub, eigentlich was Geiles. Urlaub war auch ein geiler Urlaub, ganz ehrlich. Und direkt nach dem Urlaub eine Fahrt zum Kunden mit dem Zug. Und diese Kombination, die hat mich dann sehr gestresst. Aber der Urlaub, das war deswegen stressig oder deswegen anstrengend, sage ich mal, ist, glaube ich, eher tatsächlich stressig. Es war auch ein bisschen Angst, also Anxiety dabei. Und zwar ging es darum, dass wir mit der Firma, also mit Kollegen, sind wir nach Kroatien geflogen. Und Kroatien ist, muss ich sagen, das war mein erster Flug nach Kroatien. Das ist genau der Grund, einer der Gründe, der die Anxiety ausgelöst hat. Erster Flug dahin. Und war aber ziemlich geil. Und wir sind dorthin gefahren und sind zu einem Segeltörn gefahren. Und zwar ist das so, dass unsere Firma jedes Jahr ein Segeltörn organisiert, beziehungsweise Kollegen organisieren jedes Jahr einen Segeltörn. Die ganze Zeit war es immer abwechselnd, Kroatien und die Ostsee.
Jetzt haben sie noch eine dritte Sache hinzugefügt, nämlich einen Großsegler auf der Ostsee, wo sie die Möglichkeit bekommen haben. Das wird wahrscheinlich nichts für mich sein, aber ich greife vor. Also sprich, wir sind nach Kroatien geflogen, nach Split, um genau zu sein, haben dort eine kleine Yacht gemietet, beziehungsweise wir haben 6 Yachten gemietet für je 8 Personen, waren insgesamt 45 Leute, also 45 Kollegen. Wir hatten also für jede Yacht einen Skipper, der selbst auch ein Kollege war. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich, ziemlich geiler Urlaub. Angefangen hat dann das Ganze natürlich Überlegungen, und das waren so die Stressfaktoren, was muss ich wirklich mitnehmen, wie packe ich das Ganze ein, auf dem Schiff kann man ja nicht irgendwie einen großen Koffer hin tun oder so, was nehme ich mit. Ich habe da so einen schönen Rucksack, weil ich habe bei den Machern von dem Pen-and-Paper-Spiel Das schwarze Auge, habe ich einen Kickstarter gebackt für einen Spin-Off, das heißt Die schwarze Katze, da habe ich da den Rucksack bekommen und der ist schön groß. Und da habe ich dann mein ganzes Zeug reingepackt. Der ist etwa so groß wie ein Koffer. Aber das Schöne ist halt, wenn der leer ist, klappt der zusammen und ist so groß wie nichts. Und dann habe ich den gepackt, habe den dann im Flughafen. Wir hatten also noch ein bisschen Angst. Von denen kommt unser Gepäck mit uns auch in Kroatien an, in Split. Was bei einem normalen Urlaub kein Problem ist, dann kommt es halt 2 Tage später. Wenn man aber dann auf dem Schiff ist oder auf dem Boot ist, dann ist es blöd, wenn es 2 Tage später erst ankommt. Aber es lief alles gut, obwohl dieser Rucksack nicht wie jeder normale Koffer an der Seite einen Griff hat, sondern tatsächlich hat er seinen Griff nur oben, und bei diesem Self-Baggage-Drop-Ding musste man das Ganze so machen, dass das Baggage-Tag oben ist, aber der Rucksack war zu hoch für dieses Gerät. Ich wollte natürlich nicht an den Schalter gehen, was habe ich also gemacht? Ich bin dann hergegangen, habe einfach oben ein bisschen auf diesen Rucksack drauf gedrückt, und habe einfach den dadurch etwas kurzzeitig etwas kleiner gemacht, damit er durch diese Lichtschranke durchkam, also es nicht hieß, der Koffer ist falsch rum da, und dass der Tag oben war, denn der Scanner kommt von oben und guckt sich den Barcode auf dem Tag an, und dann konnte er den sehen und der Koffer ist weggefahren. Da hatte ich ein bisschen Angst, wenn es da mehr von diesen automatischen Dingern gibt, dass dann der Rucksack auf einmal nicht mehr durch kann, aber es kam am Ende alles in Split an, was ziemlich geil war. Und dann sind wir auf dieses Boot und hatten eine großartige Zeit. Ich hatte halt auch großes Glück, dass der Kollege, der mit mir zusammen in der Kabine war, mein Geschnarchen nicht ausgehalten hat und auch gemeint hat, dass die Couch in der Lounge, also im Küchen-Wohnzimmerbereich, dass die sogar bequemer war als Bett. Er hat da viel besser schlafen können. Und dann hatte ich also eine ganze 2-Personen-Kabine für mich alleine. Das war natürlich auch ziemlich geil. Aber ehrlich gesagt nicht unbedingt nötig für die Geilheit des Trips, sag ich mal so, gewesen. Zumindest hatte ich jede Menge Spaß. Das war für mich die perfekte Kombination aus Action und Relaxation, weil wir waren schon relativ faul mit dem, wie wir gefahren sind auf dem Boot. Haben schon gesagt, das ist Urlaub, wir wollen da chillen. Aber es war einfach, ja, ich habe am Ende tatsächlich einem Kollegen gesagt, ich gehe ja immer auf irgendwelche Furry-Conventions und ich habe gesagt, das hat wirklich so ein bisschen ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre auf einer kleinen Furry-Con gewesen, auf einem Fur-Meet. Und eben, wenn man das eben sagen kann über Kollegen, ist das schon was ziemlich Geiles. Wir hatten dann natürlich auch einmal Bootsnachbarn in einem Hafen, wo Moment, ich muss mich eben kurz aufs Spiel konzentrieren. So, wo wir uns mit denen unterhalten haben, die kamen auch aus Deutschland, kamen erstaunlich viele aus Deutschland, und da hat die eine Frau dann gemeint, sie würde ganz sicher nicht mit den Kollegen in Urlaub fahren wollen, und da habe ich mir dann halt gedacht, ja, das ist halt wieder so ein Ding, was für unsere Firma spricht. Wenn man eben mit den Kollegen in Urlaub fahren möchte, dann weiß man, das ist eigentlich eine ziemlich coole Firma und man hat ein ziemlich cooles Verhältnis mit seinen Kollegen. Also wir sind wirklich ziemlich freundschaftlich miteinander und hatten jede Menge Spaß. Ich habe dann da auch gekocht, zusammen mit einem Kollegen aus der Schweiz. Das war also ein internationaler Trip, wobei die Boote nach Sprache sozusagen eingeteilt waren. Das heißt, wir hatten deutschsprachige Boote und englischsprachige Boote. Da ging es
die Fachbegriffe, wer die Fachbegriffe nicht auf Deutsch oder Englisch, ne, dass man eben die in der Sprache vielleicht auch lernt, in der man sie vielleicht schon kennt, für Leute mit Vorkenntnissen. Wir waren auf einem Boot mit, abgesehen vom Skipper, natürlich lauter Newbies. Und ja, ich kann es nur wiederholen, es war einfach nur geil. Es war geil, in der Küche zu stehen. Es war geil, bei Seegang das Chili con Carne zu kochen. Einfach nur ein Träumchen. Würde ich jederzeit wieder machen, wobei ich sagen muss, Split ist mir da eindeutig lieber. Kroatien ist schön warm. Die Ostsee, das ist mir selbst im Sommer zu kalt. Also wir sind früher regelmäßig an die Ostsee gefahren. Und das ist schön, Urlaub an der Ostsee so, weil es warm ist und dann kommt der kalte Wind. Aber wirklich auf der Ostsee, ich glaube, das wäre mir zu ungemütlich. Und ich meine, die Leute gehen dann dahin wegen dem mehr Action. Wie gesagt, das war genau die richtige Kombination. Von daher passte das sehr gut. Und deswegen, also ich habe den Leuten direkt gesagt, hier nächstes Mal Split oder nächstes Mal Kroatien bin ich sofort wieder dabei. Jede Menge Spaß und den will ich wieder haben. So, und dann wisst ihr jetzt, was ich also für meinen Urlaub gemacht habe. Und zwar mit den Kollegen zusammen. Und wir gehen hier einmal schlafen. Es ist ja schon dunkel. Schneide 10. So. Und da hatten wir auch wieder Level-Ups, während wir gegrindet haben, was auch schön ist. Denn das heißt, wir können wieder trainieren gehen. So, einmal zum Trainer zurück. Ja, das war wie gesagt die schöne Urlaub in Kroatien. Da sind wir auch spät erst angekommen. Leider ist mir da auch der Rucksack etwas eingerissen. So, jetzt hat mir der Rucksack etwas eingerissen. Und zwar, ich drehe was. Da drehe uns Sira wieder. So, drehe war Fernkampf, weil er keinen Nahkampf machen kann. Ja, und zwar den Fernkampf. Und den muss ich jetzt tatsächlich nochmal reparieren. Also, er ist nicht kaputt in dem Sinne. Aber man merkt, wenn ich ihn weiter so stark belaste, dann geht er kaputt. Was schade ist, weil es ist ein schöner großer Rucksack. Und was ich vorhabe, ist es den einfach zu nähen. Das ist aber auch Frankreich, wenn ich mich irre, ja genau. Einfach mit einem starken Garn nochmal zu nähen und damit die eine Naht zu verstärken. Und dann klebe ich von der anderen Seite noch ein bisschen Panzertape gegen. Das ist nämlich genau die Trageschlaufe. Und quasi von der Seite, die am Körper liegt, von der Schlaufe klebe ich Panzertape gegen, das sieht man dann nicht. Und dann hält das auch nichts. Und dann sollte das eigentlich das Gewicht aushalten. Das ist nämlich auch gleichzeitig der Rucksack, mit dem ich immer meinen Fürsthut mitnehme, wenn ich auf irgendeinen Stammtisch gehe oder so. So, verkaufen wollen wir den. So, das war. Hier. Ich muss erst wieder generieren lernen, die Stadt wieder ein bisschen auswendig lernen. So, einmal Arabien. Und zwar haben wir hier mit zwei Pendiotries. Jetzt hat Sira alles gekriegt, weil sie die Anführerin war. Keine Hilfe. Ah ne, das war noch am Ende. Okay. 20 mal Zaubern kann ich mal zwei Tränke zum Zaubern halten. So, das sollte jetzt eigentlich schon. Genau, 63 Gold, das reicht jetzt locker um. Trier die starke Rüstung zu kaufen. Da hatte ich nämlich schon befürchtet, dass am Ende rauskommt, dass wir die Rüstung kaufen, dann kein Geld mehr haben und genau dann müssen wir für Sira irgendwelche Tränke kaufen oder so. So, Norden ist hier da. Nein, jetzt war 10. Stunde, also müssen wir noch ein kleines bisschen Zeit durchschlagen. Da haben wir noch ein Stündchen. So. Und dann am besten hier dritt zum Anführer, dann kann der, ist der gleich offen, wenn ich ihn anspreche. So, und zwar möchte ich diese Rüstung kaufen. Und verkaufen tue ich sie aber dann wieder bei Rabia. Nee, mache ich nicht, weil dann hat er keinen Platz mehr. Wenn ich jetzt hier weniger Geld kriege. So, Rabia brauchen den Platz von Rabia. Sehr schön. So, das war bei Sniert. So, jetzt dürfte Edgar noch weniger angegriffen. Hat also das Gewicht in das Neuen. Ich noch die Waffe. Achso, was spare ich als nächstes? Ich würde sagen, den Helm von Sira. Das waren 400 noch was mit Gold. Das heißt, wir haben als nächstes auch ein Ziel. 450, glaube ich, waren es.
Und dann würde ich sagen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollte jetzt eine Folge voll sein von der Zeit her. Wenn nicht, ist die Folge etwas kürzer, das tut mir dann leid. Aber ich sage jetzt erstmal für diese Woche, ciao, miau.